Hallo, herzlich willkommen bei Siegerdesign. Schön, dass Sie da sind. Folgen Sie uns doch bitte. Wenn Siegerdesign für einen Produktbereich steht, dann ist das sicherlich der Sanitärbereich. Nur das, was Siegerdesign ausmacht, ist, dass es sich sehr speziell auch auf die Bedürfnisse des Kunden einstellt. Also wir sind nicht die klassischen Autorendesigner. Es ist schon letztendlich unser Verständnis, eine Lösung zu finden für die entsprechende Aufgabenstellung. Wir haben beide ein sehr hohes Verständnis für die Aufgaben und die Arbeitsschwerpunkte des anderen, weil wir halt über 20, 25 Jahre jetzt gemeinsam arbeiten. Wir ergänzen uns eigentlich auf ganz vielen Feldern. Der Respekt und die Achtung für das, was der andere macht, ist da. Und ich glaube, das ist das, was halt auch dazu führt, dass wir ja viele Prozesse sehr stark beschleunigen können. Wenn wir über Keramikserien, Badprogramme reden, dann ist das ein Entwicklungsprozess, der auch vielleicht ein halbes Jahr läuft. Und die Dinge, die Ideen reifen in mir. Ich denke da an sehr vielen verschiedenen Orten drüber nach. Also auch wenn man sich als Gestalter ernst nimmt, muss man sich auch immer wieder hinterfragen, Dinge in Frage stellen, muss versuchen auch, was die eigenen Entwicklungen angeht, mal wieder Abstand zu gewinnen. Und wenn man Gestalter, Designer mit einbezieht, die vielleicht nicht von vornherein mit involviert waren, kriegt man nochmal wieder einen frischen Blick von außen auf die Dinge. Für unsere Telefone haben wir 4, 5 Ladestationen, aber wir selber haben irgendwie nicht diese Dockingstation. Und das ist sicherlich einfach so diese Privatsphäre, die ein Bad dann bieten kann. Lieber einmal ein gutes, hochwertiges Produkt zu schaffen, was nicht nur qualitativ möglichst lange hält, weil das tun mittlerweile auch viele günstige Produkte, sondern es geht halt auch zunehmend darum, dass es Dinge sind, die wir über viele Jahre genießen, an denen wir Spaß haben. Das Unmögliche fordern, um das Machbare machbar zu machen.